Das Erinnern an den 9. November, an die Geschehnisse vor 80 Jahren, ist für uns Juden in Deutschland eminent wichtig. Es ist der Auftakt zu einer Entrechtung bis hin zur Massenvernichtung von Juden in Deutschland, in Europa. Es ist daher aus unserer Sicht wirklich wichtig, neben dem Mauerfall am 9. November auch dem Beginn der Entrechtung der Juden zu gedenken. Wir sind es den Opfern schuldig, ihr Andenken wachzuhalten, und wir sind es ihnen und uns allen schuldig, dass wir diesen Tag nicht vorbeigehen lassen, ohne in besonderer Weise auf das Ereignis des 9. November 1938 uns zu beziehen und für die demokratischen Grundwerte in unserem Land und für Toleranz und Zivilcourage einzutreten, ja, zu streiten und zu kämpfen, wo es nötig ist. Die Vergangenheit gibt uns allen Orientierung für die Zukunft. Die Geschichte ist der Erfahrungsschatz, aus dem wir lernen können. Unsere Geschichte verpflichtet, wachsam und aktiv zu sein, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. In diesem Ziel sind wir als Bundesregierung ganz besonders verpflichtet. Das heißt für uns konkret, zu analysieren, was damals geschehen ist und die Erinnerung und das Gedenken an das unvorstellbare Grauen wachzuhalten. Genau hinzuschauen, wo gibt es Antisemitismus heute, in welchen Facetten zeigt er sich und wo finden sich ähnliche Formen der Ausgrenzung, Diskriminierung, Aggression gegen andere. Und Antisemitismus in allen seinen Varianten zu bekämpfen. Wenn wir die Zukunft unserer Gesellschaft als ein freiheitliches, offenes und gerechtes Miteinander gestalten wollen, dann gehört dazu auch, sich die Vergangenheit dieses Landes anzueignen. Wir können die Gegenwart nur gestalten, wenn wir sie als Ergebnis der Vergangenheit verstehen und diese für uns Deutsche ja oft schmerzhafte Vergangenheit klaren Blickes ansehen und aktiv im Gedächtnis halten. Dazu gehört der Versuch zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Dann bietet eine lebendige Erinnerungskultur eine echte Chance dafür, mündige Bürgerinnen und Bürger hervorzubringen.